Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Right. Pillars of Eternity. Wir sind immer noch in Redwigs Burg, beziehungsweise Redwigs Festung hier oben. Und ich denke, damit war es das auch in dem Gebiet hier oben, eigentlich an Gebieten sozusagen. Wenn wir dann Khed Nuha gemacht haben, geht es dann wahrscheinlich in Richtung Trutzbucht weiter, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir müssen immer noch jemanden hier finden. Und zwar will ich immer noch den guten. Das haben wir schon abgeschlossen für seines Ödlands. Nidmar finden, genau. Da wir das obere Stockwerk schon so weit wie wir konnten abgesucht haben, bleibt nur noch das Stockwerk hier leider. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Der Spruch war gut. Er wird so ruhig sein wie die ruhige, so leise sein wie die ruhige See, was nicht wirklich ruhig ist. So, versuchen wir uns nochmal an der Speisehalle vorbeizuschleichen. Da drin sind einige Redrick-Wächter, wenn ich richtig sehe. Und da ist einer. Kriegen wir den alleine? Eindringlinge vor Ort. Okay. Ein Berat-Priester. Söldner-Schwertkämpfer, zwei Redrick-Wächter. Dann zauber du noch sicherheitshalber Schutz auf uns. Und ihr könnt ruhig mithelfen. Genau, sehr schön. Sehen alle noch ganz gut, ganz frisch aus. Du versuch den mal umzuwerfen. Du verpasst ihm den Pfeil. How may I help? Und du bomb mal. Mein Hund fällt gleich um. Beziehungsweise mein fettiges Wolf. Ist uns gefallen. Du zauberst Verbot auf uns. Das kann ich auch. So. Alle ausgeschalten. Sehr schön. Und wir kriegen viel zu viel Loot. Ist mir schon mal aufgefallen. Ich habe hier mal kurz reingeguckt. Guckt euch das an. Und das hier. Einfache Kleidung und sonst was und Helme und gar nicht so schön. Sure. Let's see what lies this way. So, ist hier was mit Fallen gespickt? Huh? I? Nein. Aber hier ist ein guter Speer. Ah, das Schwert können wir auch mal mitnehmen. Gut. Ist die Frage, Speisehalle oder Hauptsaal? Wird irgendwas markiert? Ja, nur der Weg zum Verlies. Das hier ist der Burgeingang. Ich habe immer noch so das Gefühl, ich hätte oben irgendwas übersehen. Weil das hier scheint das Dings, das Erdgeschoss zu sein. Genau, erst den Zauberer ausschalten. What? Einmal Verbot bitte, du zauberst einfach einmal ordentlich rein. Wo bist denn du überhaupt?
Ach, da bist du. Okay, Magier ist tot. Kümmert euch um den Söldnerschwertkämpfer da hinten. Den kannst du ruhig mal umwerfen und du kannst ihm... Ach ne, du machst mal den Bogenschützen weg. Was auch immer das gerade war. So, Bogenschütze ist weg. Fehlt noch der eine Redrick-Wächter. Und die sind auch alle weg. Ein neues Buch. Eine gute Robe. Nee, der Rest ist alles so lala. Sure. Gut. Und das hier ist wirklich nur ein Speisesaal. Und von dem aus kommen wir wohl nur... Wie viel brauchen wir noch? 2000. Oh, von dem kommen wir nur in die Haupthalle hier. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich bin in der Haupthalle im Erdgeschoss gelandet. Könnte sogar hinkommen. Ich gucke jetzt doch noch mal oben nach. Das wurmt mich jetzt gerade, dass ich hier niemanden finde. Oben habe ich nämlich aus Versehen alles getötet. Weil ich das mit den Roben verpeilt habe. Draußen bin ich auch so weit, bis auf den Burghof. Und hier gibt es sonst nichts mehr. Belagerungsplattform, Verlieskrypten. Und in die anderen beiden Räume komme ich einfach nicht rein. I shall be discreet. Ja, hierfür brauche ich Mechanik 8. Das kann ich vergessen. Dafür bräuchte ich nämlich irgendwo einen Schlüssel her. Und hierfür bräuchte ich Mechanik 5. Ah. Und ich habe gerade mal 3, oder? Ja. Selbst du hast Mechanik 1. Ja. Und hier war nichts mehr. Nee. Hier ist nichts. Hier drin war er nämlich auch nicht. Und getötet habe ich ihn ja noch nicht, sonst hätte ich das der einen mitteilen können. Aber nein, hier ist er nirgends. Okay. Also doch wieder in die Burgküche. Und von da aus dann weitermachen. Ich wollte es eigentlich vermeiden, mich hier durch die Burg durchzumetzeln. Gibt zwar Erfahrungspunkte und einen Haufen Zeug, was wir verkaufen können, auch wenn es ein Haufen Schrott ist. Das hier oben sieht wie eine Kaserne aus. Da gucke ich jetzt mal nicht rein. Ich kann in den Hauptgang gucken. Dort ist ein Zaubermacher. Oh, nebenbei der Zaubermacher. Hat der irgendwelche interessanten rollende Flamme? Parasitenstab. Miasma der Dumpfheit. Ein paar Sachen, die wir in sein Zauberbuch kopieren könnten, hätte er. Du benutzt zurzeit den Bogen. Mit welchem bist du eigentlich besser?
Mit dem Kriegsbogen. Wow. Redrick-Wächter, Schwertkämpfer. Ah. Mhm. So, schießen wir mal ein. Locken den an. Oh. Okay. What? Das ist nicht ganz so schön. Hey. Du wirfst da irgendwann einen um. What? Du wirf alle Mann um. Nö. Du heilst am besten einfach so. Ja. Und du versuchst zu helfen, den Paladin auszuschalten. Du... beschwörst da hinten einfach mal Skelette, die auf die Berat-Priester losgehen. Ein Redrick-Wächter, noch ein Berat-Paladin. How may I help? Du bist ein Zaubermacher, das heißt, du wirst sterben. Oh, und da hat's mir einen Alof umgehauen. Aber du kannst wieder was machen. Feinde betäuben und zurückstoßen. So, mal gucken. Der Paladin sieht noch ziemlich unverletzt aus. Dann heilen wir mal ein bisschen. Und versuchen den Berat-Paladin auszuschalten. Au. Das war ein Wolf. Das wird wohl so nichts. Ja, ich denke, ich habe mir das Spiel an der Stelle unnötig schwer gemacht. Mhm. So, hier ist leer. Ah, ich drücke immer auf die falsche Taste. Die da wollte ich doch. Vielleicht habe ich Glück und in dem Raum hier ist nicht so viel los. Das war Wunschdenken. Das war definitiv Wunschdenken. Schütz uns mal. Du mach mal Doppelgänger. Au, und warum haut der eine Wächter auf meinen Magier? Zwei Wächter auf meinen Magier, das war wieder scheiße. Okay. Ich muss mir merken, dass ich die Leute ein bisschen taktischer aufstelle, bevor ich so eine Keilerei anfange. Hey. So. Ja.
Gut, so dürfte das gehen. So, sie kommen. Du kannst schon mal eine Rüstung zaubern. Yes. Du machst deine Doppelgänger. Following your lead. Ihr beide schießt. Und ihr beide steht euch der Meute. Yes? Ja. Du schießt. How may I help? Und du die Bärenpriester. Gleich nochmal hinterher. Was zum... Nein, ich muss das...